Ich brauche ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Mein Gott. Mit Gott habe ich es probiert. Gebetet? Gebetet. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Du sollst nicht stehlen. Mein Nachbar hat ein cooles Rad. Du sollst nicht begehren deines nächsten Fahrrad. Mein Gott. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Mein Gott, ich brauche trotzdem ein Fahrrad. So funktioniert Religion nicht. Wie funktioniert's denn dann? Du musst dein Fahrrad stehlen und dann um Vergebung beten. Das hat mir meine Mutter verboten. Deine Mutter schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die Gebote sollten verboten werden. Gebote verbieten ist verboten. Leute, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Und kein Fahrrad. Aber ein Interview. Mit Gott? Mit Gott. Mein Gott! Mein Gott. Hallo, ich habe das Thema. Dann bin ich mal gespannt. Die 10 Gebote der Neuzeit. Kann ich total viel mit anfangen. Würde ich sagen, für Freude, Leute. Ich geh googeln. Ich geh in die Kirche. Nenn mich, wie du willst. Namen sind Schall und Rauch. Oder, ach, nenn mich doch einfach Regina. Okay, ja, krass. Gut, Regina. Dazu möchte ich jetzt den einen oder anderen fragen. Die Gebote sind gut, aber mal ehrlich, lasst euch mal was Neues einfallen. Es langweilt mich so langsam. Du sollst nicht Leute, die vom Essen kommen, in der Halle ansprechen. Ja, lass das doch auch. Tschüss. Jo, ich würde es gerne machen, aber vergiss es, der stinkt langweilig. Oh, dann leg ihm doch irgendwas in den Mund. Das soll irgendwas sein. Vergiss es. Hier laufen auch ständig Leute vorbei. Ich glaube, das hat alles keinen Zweck mehr. Oh, du, Julio, wir hätten dann alles soweit. Super. Wir melden uns dann nochmal. Fantastisch gelaufen. Du bist ein super Typ. Top, super. Komm, wir brechen. Alles klar. Mach's gut. Tschüss.